Cream Buddy. Und dann fragt
Ich bringe dir Wein und Kuchen von der Mutti. Lieben Gruß. Und hier auch Blumen. Aber Omi, warum hast du denn so große Ohren? Da sprach die Omi, damit ich dich besser hören kann. Und dann wunderte sich das Rotkäppchen und sprach, aber Omi, was hast du denn so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Misstrauisch und sprach, aber Omi, was hast du denn so einen großen Mund? Und dann beugte sich die Omi vor, die nicht ihre Omi war, und sagte, damit ich dich besser fressen kann, und sprang das Rotkäppchen an. Und mit einem Haps verschlang der Wolf, der sich als Oma verkleidet hatte, Rotkäppchen mit einem Haps. Oh, Schreck. Ja, der Wolf hatte vorher die Oma auch gefressen. In seiner Gier mit einem Haps auch die ganze Oma verschlungen. Ja, das war ein großer Wolf. Ja. Und dann, als nächstes, hat er sich wieder ins Bett gelegt. Stört mich ja keiner. Ich konnte hier ein kleines Verdauungsschläfchen machen. Hat sich ins Bett gelegt und geschnarcht. Das hörte ein Jäger von Weitem. Der kannte die Omi und dachte sich, also normalerweise schnarcht die Omi nicht so laut. Ich schau mal lieber nach. Der klopfte an der Tür. Niemand machte auf. Aber er hatte so ein ungutes Gefühl und dachte sich, man, das schnarcht, das ist nicht normal. Ich gehe mal rein und sieh mal lieber nach. Sie ist ja schon alt. Vielleicht kann ich ihr helfen. Dann machte er die Tür auf, schlich rein, um nachzusehen. Er wollte sie ja nicht wecken, falls alles okay war. Wär er wieder einfach gegangen. Aber als er den Wolf in Omis Bettchen liegen sah, oh, da ging bei ihm die Alarmglocken los. Der dachte sich, der liegt hier im Bett, hat einen richtig dicken Bauch und die Omi ist nicht da. Da hat sie bestimmt gefressen. Dann nahm er eine Schere und schnitt den Bauch auf. Ja. Und als er so auf den Bauch aufgeschnitten hat, kam schon die Oma rausgesprungen. Aber nicht nur die Oma, sondern auch das Rotkäppchen. Beide waren wohl auf. Da der Wolf die mit einem Haps runtergeschlungen hatte, war denen kein Haar gekrümmt. Ja, wie froh waren die, als sie den Jäger gesehen haben und dachten, oh, du hast uns gerettet. Ja, der Jäger hat dem Wolf dann den Garaus gemacht. Denn er dachte sich, so ein gefährliches, menschenfressendes Tier, das geht nicht. Wer weiß, wen der als nächstes frisst. Und da er Jäger war, hatte der ja seine Büchse dabei. Sein Gewehr legte es an. Ja, und vorbei war es mit dem bösen Wolf. Ja, und dann, nach dem Schreck, aßen die erstmal ein Stückchen Kuchen und tranken. Außer das Rotkäppchen, die durfte noch nicht. Der Jäger und die Oma aber, die tranken ein Schlückchen Wein. Ja, und alles war wieder gut. Okay, was lernen wir darauf, wenn die Mutti sagt, du gehst auf direktem Weg nach Hause und sprichst mit keinem Fremden? Dann hören wir auch auf die Mutti. Ja. Okay. Ja, das war's wieder für heute. Fühlt euch gedrückt, macht's gut, passt auf euch auf und bis morgen.